Heute, meine Freunde, geht's wieder ran, in Minecraft ein neues Häuschen für unsere Häuserecke zu bauen. Und zwar, du siehst es ja schon vor uns, wir bauen heute eine schöne, moderne Stadtvilla im italienischen Stil, finde ich so ein bisschen. In der Farbe jedenfalls kommt sie so ein bisschen italienisch rüber. Ja, wie du sie dir natürlich innen drin und alles drum und dran gestalten kannst, zeige ich dir heute. Von daher, schnapp dir deine Blöcke und dann legen wir los. So, für den Anfang holen wir uns erstmal Sandstein raus, glatten Sandstein, Doritblock, davon die Treppe, Mauer wie Stufe, glatte Quarzstufe, hellgrauer Beton und glatte Quarztreppe. Wir ziehen uns erstmal den Grundriss mit dem Sandsteinblock einmal lang. So, ich fange erstmal an, mir eine gerade Reihe lang zu ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke, gehe 2 nach vorne, 1 zur Seite, dann lasse ich mir 4 Blöcke Platz, setze mir wieder 2 in. Gehe nach oben nochmal 2 Blöcke und zur Seite wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Wenn wir das haben, gehen wir jetzt einmal zu den Seiten nach hinten weg. Ich setze jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke nach hinten weg. So, andere Seite ziehen wir das einfach mal hinterher. Hier müssen wir nicht 10, hier müssen wir aber nur gucken, dass das auch miteinander passt. So, auf der, also wenn wir jetzt auf der Vorderseite sind, auf der linken Seite, habe ich gedacht, machen wir noch eine Tür hin. Das heißt, ich lasse vorne 3 Blöcke Platz, schlag einen weg. So, dann gehen wir auf die Rückseite, da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal ran. So, dann gehen wir 2 nach hinten weg und wieder zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. So, 2 nach oben weg und dann verbinden wir das Ganze mit der anderen Seite. So, das ist erstmal der Grundriss für unser Haupthaus. Das könnt ihr euch jetzt überall verteilen, wo ihr möchtet, sag ich mal. Setzt euch damit jetzt euren Grundriss, wo das Haus auch später entstehen soll. Wenn ihr meint, okay, das steht da schon wunderbar, das soll da auch bleiben, gehen wir jetzt einmal zur Seite weg und setzen jetzt für unsere Garage auch den Grundriss. Wir gucken jetzt hier vorne, wir hatten ja hier die eine Tür gemacht. Muss ich selber nochmal gucken. Hier bei den drei Blöcken in der Mitte, davon zählen wir mal. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. So, 9 Blöcke Platz lassen. Ab dem 10. setzt ihr einmal euren Sandstein hin. Den machen wir gleich auf eine 2er Breite. Dann lassen wir 5 Blöcke Platz und setzen 3 Blöcke hin. So, jetzt gehen wir einmal nach hinten weg. Hier setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke ran. Auf der Rückseite setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran, lassen 3 Blöcke Platz und setzen einen hin. Sollten perfekt denn vorne so abgestimmt sein. So, jetzt ziehen wir das Ganze wieder einmal nach vorne weg. Aber Vorsicht, hier möchte ich mir auch noch eine Tür hinmachen. Das heißt, ich mache hier vorne 2 Blöcke hin, lasse 3 Blöcke frei. Die Mauerreihe lassen wir so. Hier hinten haben wir auch nochmal 3 Blöcke. Das heißt, hier kommt auch eine Tür hin. So, wir wollen innen drin das Ganze aber noch ein bisschen dicker bauen, weil, sag ich mal, unser Garagentor würde dann so nach vorne stehen. Das heißt, hier mache ich mir eine ganze Viererfläche hin und hier mache ich mir dann, ja, setze ich auch noch 2 Blöcke hin, dass das so ein bisschen stabiler ist. Als nächstes kommt ein bisschen Massenarbeit und zwar setzen wir jetzt die Wände nach oben. Dafür nehmen wir einfach unseren glatten Sandstein. Die Garage machen wir insgesamt auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Die könnt ihr jetzt hier einmal so lang ziehen. Sobald wir die Wände nach oben gezogen haben, können wir oben das eigentlich auch miteinander verbinden. Und zwar werde ich meine Türen hier auf eine Höhe von 3 Blöcke machen. Das heißt, hier oben die letzten 3 Reihen können wir einfach mal miteinander verbinden. Und bei der Garage oben, da mache ich mal die letzten 2 Blockreihen einfach mal hin. Wenn das soweit ist, gehen wir jetzt zu unser Haupthaus. Hier wollen wir das Ganze auch nach oben setzen. Machen wir aber gleich ein bisschen höher. Und zwar auf einer Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 Blöcke könnt ihr euch das hier einmal nach oben ziehen. Thank you.
Sobald wir die Wände hier hochgezogen haben, geht es jetzt erstmal dran, dass wir auch innen drin uns das vorkennzeichnen für die Räumlichkeiten. Wir bleiben bei unseren glatten Sandsteinen. Wir fangen auf der Vorderseite an. Hier habe ich das Ganze oben ja auch schon ein bisschen zugezogen. Das heißt, wir können hier einfach eine Fläche lassen von 4x4, ne, dass wir hier diesen freien Bereich haben. Auf der Innenseite geht es gleich hier an den Ecken weiter. Ich lege jetzt erstmal auf der linken Seite los. Hier setze ich mir 3 Blöcke erstmal hin, lasse mir einen frei für den Durchgang, nochmal 3 hin, einen freilassen, 2 hin. So, bei den 3 in der Mitte, da können wir das einfach mal zuziehen bis hier zur Wand einmal. Und hier hinten beim 2er können wir hinten auch einmal zuziehen, einmal zur Wand. Hier kommt später das Badezimmer rein. Ich werde mir das, sag ich mal, so machen, dass ich jetzt hier auch noch eine Strebe im Badezimmer habe. Das heißt, hier kann man in die Dusche einbauen. So, auf der anderen Seite geht es auch hier einfach an der Wand und so weiter, dass wir erstmal 2 Blöcke hinsetzen, 2 freilassen. Dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5. 6 Blöcke einmal hin, sollte perfekt hinten aufgehen. Wir setzen jeweils auf der Innenseite nochmal einen Block auf jeder Seite. Und dann haben wir, sage ich mal, hier vorne so ein bisschen die Küche. Die grenze ich mir auch nochmal so leicht ab. Ich gucke einfach mal jetzt hier von der Strebe 2 Blöcke ab, den dritten, zack, Strebe hin, andere Seite auch. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen enger bauen, wenn ihr wollt. So, als nächstes können wir jetzt den Boden einmal reinsetzen. Ich werde hier einheitlich erstmal die Farbe nehmen von hellgrauem Beton. Ihr könnt euch aber gerne schon euren Lieblingsboden hier reinziehen, was ihr im Flur machen wollt, was ihr in der Küche machen wollt. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt diesen Boden nehmen. Wenn der Boden bei euch drin ist, geht es weiter, dass wir jetzt die Wände nach oben ziehen. Die machen wir auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Bei den Durchgängen würde ich sagen, macht ihr die einfach so auf eine 3er Höhe. Das sieht immer ganz schön aus. Da kann man dann später auch noch eine Treppe sich hinsetzen für die Türen. Aber da nehmt ihr natürlich die Treppenfarbe, wo ihr auch ihr meint, so, das passt gut zu eurer Tür, das passt zu eurer Inneneinrichtung. Das kann man sich wieder frei gestalten. Wenn ihr die Wände soweit fertig habt, geht es jetzt weiter, dass wir da schon mal die Decke uns reinziehen. Nehmt dafür einfach glatte Quarzstufen und setzt sie einfach in der letzten Blockreihe einmal oben an. Wenn wir hier die Decke drin haben, kannst du dir überlegen, ob du das Ganze auch nochmal bei deiner Garage machen möchtest. Da kannst du das Ganze auch einfach hier ab der letzten Blockreihe einfach zuziehen. Wir haben jetzt alles soweit vorbereitet, um in die nächste Etage vorzudringen. So, wir fangen aber eigentlich mal unten an, wenn wir, sag ich mal, hier reingehen. Sieht ja schon ganz nett aus. Aber wie kommen wir da oben? Natürlich mit einer Treppe. Wir schlagen uns jetzt hier oben ein bisschen wieder was von der Decke weg. Und zwar, wenn wir, sag ich mal, im Flur sind, schlagen wir uns die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufenreihen hier einmal weg. Die machen wir wieder uns schön frei. So, wir brauchen ja so ein bisschen Platz. Man kann dann, sag ich mal, auch, wenn man hier oben steht, halt runter gucken in den Flurbereich. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren glatten Sandstein und wollen uns hier, sag ich mal, erstmal das so einmal einzäunen. So, ne, dass man dann, sag ich mal, hier so runter guckt. Dann ziehen wir uns jetzt erstmal hier die Seiten komplett einmal bis nach hinten weg. Das grenzen wir einfach mal hier so ab. Wir werden uns das auch nach diesen Streben so ein bisschen dann richten. Ich fange jetzt, wenn ich jetzt natürlich vor dem Haus stehe, auf der rechten Seite an. So, den ersten Block schlagen wir weg, danach ziehen wir den hier einmal zu, also hier, dass die Wände aufeinander stehen, dann ist das Ganze ein bisschen stabil. Dann haben wir hier das erste Zimmer drin, dann lassen wir 3 Blöcke Platz, die nächste schlagen wir hier mal frei und dann können wir auch diese Strebe hier einmal gerade zur Wand ziehen. Das wird, sage ich mal, ein Badezimmer werden. Dann lasst ihr einen Block einfach frei und dann setzt ihr hier theoretisch die nächste Tür, um ins nächste Zimmer zu kommen. So, ich lasse dann wieder einen Block einfach mal so Platz. Na, dann setze ich hier eine Strebe hin. Hier kann man sich jetzt so ein bisschen aussuchen, wo die Tür hin soll. Ich mache sie mal hier einfach mal hin. Und dann haben wir, sag ich mal, hier das nächste Zimmer. Das könnte ein Büro sein, könnte auch ein Kinderzimmer sein. Kann man sich austoben.
So, ich lasse dann einfach mal einen Block so frei, setze hier die nächste Fläche frei, dass man dann hier ins nächste Schlafzimmer kommt. Hier werde ich mir wieder einfach auf der schon bestehenden Wand die nächste Wand einmal ziehen. Dann ist das auch wieder stabil. So, dann kann man hier so einen etwas größeren Durchgang bauen. Ich werde auch hier wieder die Wand auf die Wand setzen. Dann haben wir, sag ich mal, hier so einen Kleiderschrank. Und dann kommt man hier ins Badezimmer, was man sich dann hier reinsetzen kann. Man kann das Badezimmer auch etwas verkleinern, wenn man einen größeren Kleiderschrank haben will. Das geht auch. Ja, da kann man sich austoben, entweder größerer Kleiderschrank oder größeres Badezimmer. Diese Wände könnt ihr jetzt einfach mal auf die gleiche Höhe ziehen, wie wir, sage ich mal, unser Haus haben. Aber Vorsicht, ihr könnt alle Wände hochziehen bis auf diese hier. Denn diese Strebe ist ja nur diese Abgrenzung, dass wir, sage ich mal, nicht... hier kommt, sage ich mal, so ein kleines Glasgeländer hin, dass wir, sage ich mal, runtergucken können, ne? Wenn du deine Wände so weit nach oben gezogen hast, ist jetzt wieder die Frage, welchen Boden nimmst du für welches Zimmer. Ich werde das Ganze immer einheitlich jetzt erstmal beibehalten. Das heißt, ich nehme auch hier wieder meinen grauen Beton. Aber nicht, dass du dann, sage ich mal, doppelte Arbeit hast. Nimm jetzt wirklich den Boden, den du auch am Ende haben willst. Das heißt Flur, fürs Kinderzimmer, für dein Schlafzimmer, für dein Arbeitszimmer, fürs Bad. Was auch immer du da nehmen willst, entscheide dich jetzt. Bei mir habe ich jetzt den ganzen Boden drin. Sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt wollen wir natürlich auch hier wieder einmal die Decke uns reinziehen. Wir werden mal den Flurbereich als letztes zuziehen. Ich werde jetzt erstmal jedes einzelne Zimmer wieder erstmal mit der Decke hier verspachteln. Das heißt, wir nehmen auch hier wieder einfach unsere Stufen und setzen die an der letzten Blockreihe einmal an. Überall haben wir eine Decke drin, außer in der Mitte. Warum lassen wir die Mitte frei? Und zwar, unser Holz, den müssen wir noch an den Vorder- und Rückseite um eine Blockreihe hier einfach mal erweitern. Ist abhängig später für unser Dach. So, das machen wir natürlich hier vorne wie hinten. Einfach eine weitere Blockreihe. Und dann setzen wir jetzt hier auf der Innenseite einfach mal auf den Seiten erstmal eine Stufenreihe, so ganz normal so lang. Gefolgt denn von einer umgedrehten Treppenreihe. Die könnt ihr dann hier einmal auch so, zack, hier so rüberziehen. Wir müssen auch hier die mittlere Wand einmal natürlich ein bisschen höher ziehen. Und die letzte Fläche hier in der Mitte, die setzen wir einfach mit Stufen zu. So, jetzt haben wir uns ausgebaut. Wir kommen von oben nicht mehr rein. Das heißt, es wird langsam Zeit für unsere Türen und dem Fenster, dass wir die alle reinsetzen. Wir beginnen zuerst auf der Vorderseite. Die machen wir als erstes fertig und für die Fenster brauchen wir unsere Duritsachen. So, ich setze mir erstmal den Rahmen für unsere Eingangstür. Die setzen wir hier einmal so lang. Das wären dann hier insgesamt 4 Blöcke Durit und oben kommen einmal die Treppen hin. An der Seite von der Tür setzen wir einfach... Ja, ich würde schon sagen, die Fenster haben immer das gleiche Maß. Zweier Höhe, vierer Breite. Ihr könnt immer an den Seiten eure Mauern schon mal platzieren von den Fenstern. Darüber lasst ihr bitte 4 Blöcke Platz und dann setzt ihr einfach nochmal das gleiche Fenster hin. Um sicher zu gehen, dass ihr euch nicht verzählt, könnt ihr einmal in unser Häuschen fliegen und schaut einfach mal, ob die Fenster auch wirklich so auf eine Fensterhöhe sind. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr richtig gezählt. So, wir werden das Ganze auch einmal in der Mitte machen. Das heißt, dieses Fensterformat bleibt, sage ich mal, auf der Vorderseite. So. Setzen wir auch hier einmal hin und auf der anderen Seite von der Tür machen wir natürlich auch das gleiche Spiel. So, 1, 2, 3, 4 Blöcke darüber Platz lassen. So, Vorderseite steht schon mal. Wir begeben uns jetzt einmal auf die rechte Seite. Hier wollen wir weitermachen. Wir werden jetzt einfach mal auf der Vorderseite anfangen zu zählen. Und zwar einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nach dem 9. Block setzt ihr einfach mal so ein Fenster rein von einer Höhe von 4x4.
So, an den Seiten platzieren wir wieder einmal unsere schönen Mauern. Und dann gucken wir mal von dieser Mauerstrebe, gehen wir mal nach oben. 1, 2, 3, 4 Blöcke. Ab den fünften Block könnte ich hier das wieder reinsetzen. Muss ich nochmal gucken. Ah, ich glaube, ich habe mich verzählt um einen. Genau. Muss ich nochmal gucken. Stimmt, wir haben ja das Fenster ein bisschen höher, das heißt, wir können das auch nicht so hochsetzen. Also drei Blöcke drüber freilassen und dann machen wir wieder so ein kleines Fenster einmal rein, das auf der Breite unseres Badezimmers hier ist. So, und dann, das war schon für diese Seite. Jetzt geht es schon einmal auf die Rückseite. Wir beginnen auch einfach mal in der Mitte. Und zwar lasse ich mir in der Mitte hier an den Seiten zwei Blöcke frei. Und dann schlage ich mir einfach mal so ein Fenster rein von einer Höhe wie Breite 4x4. Auch hier setzen wir wieder die Mauern an die Seite hin. Lasst darüber einfach zwei Blöcke Platz und schlagt euch jetzt hier eine 4x3er Fenster rein. Die Fenster sind so gemacht, dass wir natürlich hier vom Boden aus, sag ich mal, so rausgucken können. Also schöne große Fenster, die wir uns hier basteln. Und das werden wir nochmal an den Seiten genau gleich machen. Das heißt, ihr lasst einfach an den Seiten zwei Blöcke frei. Und auch hier wieder 4x4. Zwei darüber freilassen und ein 4x3 Fenster. Haben wir das denn so auf beiden Seiten fertig? Geht es jetzt einmal noch auf die linke Seite von unserem Häuschen. Hier müssen wir natürlich auch noch was hinsetzen. Wir fangen da einfach mal bei der Rückseite an zu zählen. Und zwar lasst ihr hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Dann setzen wir hier wieder ein einfaches 4x4 Fenster rein. Gehen zur Seite, lassen zwei Blöcke frei und schlagen hier einfach mal ein 3x2 Fenster rein. Sollte genau auf der Breite sein von unserem Badezimmer hier. Und die Tür hier vorne haben wir ja schon so freigeschlagen. Das ist ja, sag ich mal, jetzt hier eine 4er Höhe. Zack, oben eine Treppe hin. Und bei den Fenstern kommen wieder die Mauern rein. Das wäre schon, sag ich mal, für diese Seite. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal zu unserer Garage, dass wir die hinterherziehen. Da fangen wir bei den Türen an. Die Türen ganz einfach. Nehmt eure Doritblöcke hin. Oben kommt dann einfach eine Treppe ran. Das Spiel haben wir ja auch nochmal auf der Rückseite. Hier machen wir auch nochmal das gleiche. So, den Türrahmen rein. Ich würde mir hinten auch nochmal ein Fenster hinmachen. Das lassen wir mal auf eine 3x2er Höhe. Man kann auch noch gleich ein paar Stufen, sage ich mal, darunter hinsetzen. Das hebt das Ganze hervor. Und auf der Vorderseite bei unserem Garagentor, dazu komme ich noch. Apropos, die Fenster hervorheben. Ihr könnt unter euren kleinen Fenstern, jetzt nicht diese ganz großen, aber die kleinen Fenster, da könnt ihr gerne, sage ich mal, hier noch die Stufen einmal drunter setzen, um das Ganze, wie gesagt, hervorzuheben. Wir wären dann erstmal mit diesen Blöcken soweit fertig. Das heißt, die könnt ihr einmal wegtun. Um weiterzubauen, holt euch jetzt einfach mal Birken, Stufen, Treppen, Ziegeltreppen, davon auch nochmal die Stufen. Gewachste, geschliffene Kupfertreppen, also die, die nicht oxidieren. Nee, wenn ihr die Farbe behalten wollt, dann müssen das die gewachsten sein. Denn schlammzige Stufen oder ein Block, wie ihr wollt, eine Birkentour holen wir uns raus und einen Knochenblock. Verbauen wir auch erstmal den Knochenblock. Den möchte ich gerne als Garagentor benutzen. Ich finde die Farbe ganz schick. Man kann auch gerne andere Töne nehmen als Garagentor, aber ich bleibe mal heute beim Knochenblock. So, das ist mein Garagentor. Für die Türen ist ganz klar, die nehme ich, sage ich mal, einheitlich für den Außenbereich. Die setzen wir uns hier einmal so ran. So, dann ist die Garage schon mal zu. Hier an der Seite habe ich auch natürlich noch eine Tür. Ich nehme schon gleich Schlammziegel, Stufen oder Blöcke, wie gesagt, sage ich mal, um mir die Türen darauf zu bauen. Denn das Gelände, sage ich mal, von meinem Häuschen, das habe ich auch mit Schlammziegel, Stufen mir gemacht. So die Einfahrt und so, von daher nehme ich die. Wenn du natürlich ein anderes, anderem Bodenmaterial irgendwie dein Gelände baust, dann nehme diese Blöcke. Naja, da kannst du dich austoben. Na gut, fangen wir jetzt an mit der Hauptarbeit, um das Häuschen zu gestalten. Und zwar bauen wir jetzt das Dach einmal rauf. Ich nehme mir erstmal meine Birkenstufen. Und zwar platziere ich mir die jetzt einfach mal gleich nach dem nächsten Block hier von unserer Tür. Einmal an die Stufenreihe hin. Die machen wir gleich auf eine 2er Breite oder 2er Dicke, wie man sehen will. Die ziehen wir hier einfach mal zu den Seiten weg. So, an Seite hinterher. Und da werden wir jetzt mit unseren Ziegeltreppen hier zwei Reihen uns einmal platzieren. Ups, hier muss ich das Ganze nochmal ein bisschen dicker machen. So, einmal zur Seite weg und gleich dahinter die nächsten Treppenreihen einmal hin. Wir werden dieses Muster aber nicht komplett einmal um unser ganzes Haus ziehen. Wir werden das nur auf der
rechten Seite einmal lang ziehen. Und zwar so weit, dass wir hier zum Fenster zwei Blöcke Platz haben. So, das heißt hier die Treppe einmal hinterher. Ihr könnt die hier auch an der Ecke gleich so ein bisschen abrunden lassen, ne? Wie gesagt, hier machen wir halt so einen Schnitt rein, dass das nicht komplett so lang geht. Dann fliegen wir einmal zur anderen Seite. Hier wollen wir das Ganze natürlich jetzt mit unserer Garage verbinden. Das heißt, nimm dir mal deine Stufen. So, die ziehen wir hier einmal so lang. Ja, wir können es so einmal komplett ringsum stehen lassen. So, eine Seite gerade einmal, ups, weg zum Haus. Ups, so, einmal zum Haus. Wunderbar. Wir können auch diesen Innenbereich, also diese Verbindung vom Haus zur Garage zuziehen. Denn wir werden hier kein Loch oder sowas haben. Das heißt, hier einfach mal schön zumachen. Wir werden das Dach jetzt aber ein bisschen abändern. Und zwar extra für die Garage. Da machen wir ein anderes Format rein. Und zwar, wir lassen natürlich jetzt erstmal hier die erste Treppenreihe. Ja, okay, die lassen wir noch so, so wie sie ist. Die ziehen wir einmal ringsrum um die Garage. Aber jetzt geht's los. Und zwar machen wir jetzt danach immer zwei Ebenen von Stufen hin. So, die ziehen wir natürlich auch auf der Vorderseite auch einmal lang. Hier müssen wir es jetzt so ein bisschen ineinander fließen lassen mit der Treppe und so. Könnt ihr auch so machen, dass sich hier die Treppe so noch so aneckt und dann geht das hier so in die Stufen über. Ne? Das finde ich am besten. So, das heißt, die eine Stufenreihe haben wir. Das heißt, hier hinter machen wir gleich die nächste Stufenreihe einmal so lang. Und dann geht es wieder weiter, halt die nächste Stufenreihe. Ne? Das zieht sich dann halt wie so eine Pyramide hin. So lange, bis man dann irgendwann mal oben ankommt. Und da haben wir dann halt eine Dreierfläche. Wir werden unser Dach aber nicht so einfach lassen. Denn ich habe mir gedacht, dass wir immer die Ecken, sag ich mal, komplett gerade denn hier einmal so mit Kupfer austauschen. Zack, 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 zack. Ganz oben setze ich hier nochmal die letzte Reihe nur mit Kupfer hin. Das hebt das Dach doch ein bisschen hervor, wenn wir da einfach so die Ecken mit Kupfer austauschen. Das machen wir auch hier vorne. Sag ich mal, dass das so ein bisschen übersteht. Da könnt ihr gerne hier die Treppen auch nochmal so ein bisschen auswechseln. Das sieht schon ein bisschen interessanter denn aus, ne, wenn wir da so einen kleinen Farbwechsel drin haben. Okay, so, dann kommt das nächste Dach und zwar natürlich das letzte, was wir hier oben haben. Wir nehmen wieder erstmal unsere Birkenstufen und zwar gleich hier die Blockreihe über unserem Fenster. Könnt ihr das einmal so lang ziehen. Nochmal Befehl zurück, ein bisschen anders machen wir das. Also hier vorne, ups, setzen wir eine Treppe hin, Stufe davor, Treppe dahin, Stufe davor. So, nochmal auf der anderen Seite, erstmal Treppe, Stufe, Treppe und Stufe. Genau, so ist unser Dach oben. Ansonsten kommen hier unsere Stufen einmal so lang und da zieht ihr auch wieder einmal hier komplett ringsrum. So, Rückseite nochmal. Erstmal Treppe, Stufe, Treppe, Stufe. Gucken wir an der Seite. Treppe, Stufe, Treppe und Stufe. So, als nächstes nehmen wir wieder einmal unsere Ziegeltreppen und ziehen die hier einmal so lang. So, ich habe jetzt die Vorder- und Rückseite erstmal noch nicht erklärt. Das hat die Folge. Ist, glaube ich, ganz einleuchtend. Muss ich noch ein bisschen was weghauen. Ein Block zu vielen gesetzt. So, ja, ist ja klar. Beim Übergang kommt eine Treppe hin und auf der geraden Fläche kommt die Stufe einmal hin. Die könnt ihr dann natürlich so nach hinten wegziehen. Die werden wir dann in das Dach mit einarbeiten, so wie wir es nach oben ziehen. Ganz oben auf der Spitze machen wir an den Seiten Stufen hin und in der Mitte einfach zwei Treppen, die sich Rücken an Rücken einfach mal anlehnen. Und dieses Mal werden wir das Dach ganz anders gestalten. Und zwar, wir fangen an, einfach zu wechseln, so wie wir das jetzt hier vorne schon haben. Das heißt, erstmal ziehen wir jetzt hier nach unserer Treppenreihe eine Stufenreihe dahinter lang. Gefolgt einfach von einer Treppenreihe dahinter. Und nach der Treppenreihe kommt wieder eine Stufenreihe. Also das werden wir jetzt so beibehalten. Also Treppe, ne, dann kommt die Stufe. Und nach der Stufe kommt wieder eine Treppenreihe. Ja, und dieses Muster so lange, bis wir einmal oben anstoßen.
Wenn wir das Dach so weit fertig haben, naja, was heißt so weit? Wir müssen natürlich noch Vorder- und Rückseite miteinander verbinden, aber das ist nicht so schwer. Es wird ja so vorgegeben, wie wir es hier miteinander verbinden müssen. Jetzt kann man sagen, das Dach ist fertig. Ja, bleibt natürlich noch so die letzte Aufgabe, wenn ihr es natürlich schön findet. Hier mit Kupfer natürlich die Ecken einmal nachziehen. Ja, wir können immer so einen Vorher-Nachher-Effekt machen. Ja, ihr seht es einmal hier. So wird es aussehen, wenn ihr es ändert. Ja, so mit Kupfer und so ohne Kupfer. Ne, müsst ihr selber entscheiden, was ihr schöner findet. Kommen wir jetzt zum Abschluss unseres Häuschens, das heißt noch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel auf der Vorderseite würde ich mir noch gerne mit Säulen, sag ich mal, das Ganze ein bisschen dekorieren. Dafür nehme ich jetzt hier einfach mal geschnittenen Sandstein und Sandsteintreppen und forme hier vorne solche Mauern hin. Das zum Beispiel mache ich mir auch noch auf der Rückseite, denn wir können auf der Rückseite auch noch gerne einen Balkon uns bauen. Einfach hier vorne, jetzt muss ich selber mal gucken. Achso, nee, den machen wir einfach mal komplett. Ja. Also, dass wir hier unseren Balkon, sag ich mal, noch nach vorne ziehen vom letzten oberen Fenster hier. Und an den Seiten würde ich mal sagen, dass der einfach so zwei Blöcke frei zum Haus und könnt dann hier mit Mauern euch das hier auch nochmal so abstützen. Ne, ihr könnt auch komplett Block reinnehmen, aber ich finde, mit Mauern kann man so Säulen ja auch ein bisschen darstellen. Ansonsten heißt es natürlich jetzt, eure Fenster auch mit Glas zu versehen. Nehmt da einfach ein paar Glasscheiben und setzt die rein. Und dann seht ihr erst, was passiert, wenn man Glas mit Mauern verbindet. Das hebt das Ganze doch sehr hervor. Ihr könnt zum Beispiel auch hinten, wenn ihr, sag ich mal, in den Garten wollt und bei so Glastüren wie Fenster ist es immer ein bisschen schwierig, aber es ist möglich und zwar macht ihr einfach die so ein bisschen seitlich auf, ne, so optisch und man kann auch halt dann noch durchgehen. Ne, finde ich ganz cool. So, sagen wir mal, wir haben unser Glas jetzt überall schon reingesetzt. Kann man noch, sag ich mal, oben einmal hier bei unserem Balkon auch noch ein Geländer sich machen mit Zaun wie Zauntor. Finde ich ganz schick. Ne, ihr könnt euch da auch ein anderes Muster reinsetzen, wie ihr wollt. Und wir machen uns das auch nochmal, sage ich mal, hier bei den oberen Fenstern. Das heißt, hier mache ich mir noch so ein kleines Geländer hin. So, dass wenn man das Fenster aufmacht, halt nicht rausfällt. So, andere Seite auch. Können wir mal so hinterher ziehen. Ja, das hat auch ein bisschen was. Andernfalls kann ich euch auch noch anbieten, macht euch ein paar Regenrohre einfach ans Haus einmal ran, nehmt dafür Mauern, einen Trichter und verbindet den einfach mal mit dem Dach. Die könnt ihr euch selber verteilen, wo ihr wollt, entweder hier beim Großen, hier beim Kleinen, vorne oder auch hier bei der Garage zum Beispiel, könntet ihr auch theoretisch hier vorne, wir haben hier eine Dreierfläche, auch nochmal so ein Regenrohr euch platzieren. Ne, davon könnt ihr so viele machen, wie ihr wollt, verteilt ihr euch, wie ihr möchtet. Vorder-, Rückseiten, seid da flexibel, tobt euch da aus. Das hebt das Ganze auch noch wieder hervor, das Häuschen. Also wenn ihr hier so eine Fläche habt, die frei ist, setzt ein Regenrohr hin. Sieht einfach schöner aus, als wenn das kahl ist. Ansonsten habe ich auch noch einen Knopf im Inventar. Den habe ich mir gedacht für unser Garagentor, dass man sich das da platziert. Wenn ihr dran denkt, könnt ihr das natürlich auch auf der Innenseite machen. Ich würde ihn aber auf der Innenseite unten hinsetzen, denn das Garagentor sieht auf der Innenseite ein bisschen anders aus als draußen. Also es wirkt so ein bisschen anders. Und da sieht dann der Knopf hier in der Mitte, weiß ich nicht, nicht so schön aus wie draußen. Ne? Wirkt draußen, finde ich, besser, als wenn wir den hier unten hinsetzen, oder? So, aber meine Kiste ist leer. Ihr seht es, das Häuschen wäre jetzt so an sich natürlich fertig. Ihr müsst natürlich die Fenster und so noch reinmachen. Das habe ich hier drüben ja schon alles vorbereitet. Und dann bleibt natürlich nur noch die Hauptaufgabe, und zwar euer Häuschen natürlich noch zu gestalten. Das heißt, ihr macht euch vorne den Vordergarten, die Seiten, wenn ihr wollt, noch irgendwie dekorativ schön. Hier zum Beispiel habe ich mir natürlich noch so ein Eisentor und ja, so einen Eisenzaun einfach an der Seite so ein bisschen gemacht. Man kann Knöpfe auch auf Eisengitter platzieren. Das heißt, man könnte so ein Tor auch noch so ein bisschen damit hervorheben. So, mein Tor ist natürlich zu, aber meine Eingangspforte nicht. Da können wir durchgehen. Dann kommen wir hier, sage ich mal, schön erstmal so, so einen Weg zum Häuschen. An der Seite noch so ein bisschen Grünfläche. Auch hier vorne bei der Eingangstür habe ich mir noch Grünfläche ein bisschen gemacht. Hebt das Ganze so hervor, besonders die Säulen, die stabilisieren, sage ich mal, hier so den Eingang so ein bisschen, ne? Dass man hier wunderbar reinkommt. Aber da gehen wir noch nicht rein. Wir können hier an die Seite, sage ich mal, zu unserer Garage kommen. Ich habe das Häuschen auch an der Seite nochmal ein bisschen mit trockenem Beton hervorgehoben,
sodass das Fundament, sage ich mal, nicht nur so alles glatt, sage ich mal, ins Häuschen geht. Nein, hier ist das so ein bisschen noch mit Dekoration bestückt. Wir haben natürlich die Garage hier und wir haben, sage ich mal, das hier dazwischen natürlich zugemacht. Das finde ich ganz schick, weil das ist ja gleich so ein Carport, wo du das Auto einfach unterstellen kannst. Ja, falls du eine richtig lange Stretch-Limo hast, dann passt die da perfekt hin. Ja, ansonsten, wir fliegen ja mal rum. An der Seite habe ich jetzt hier nicht großartig noch irgendwas mit Deko gemacht. So, kommen wir auf der Rückseite. Ja, das sieht auch gar nicht mehr so verkehrt aus. Wie gesagt, meine Regenrohre habe ich mir auch hier einmal platziert. Na, ganz schick. So, bei mir habe ich den Garten natürlich, wie man es kennt, zu so einer Villa mit einem Pool gestaltet. Das musste einfach mal hin. Ein paar Schirme noch hier, die zu sind, einfach mal als Dekoration gemacht. Vielleicht noch hier ein paar liegen. Also da kann man sich im Garten wie immer sehr austoben. Bei mir habe ich das so auch gemacht. Ich weiß, ich habe eine super flache Welt. Heißt aber nicht, dass wir den Garten auch super flach, sag ich mal, so gestalten müssen. Also ihr könnt ja auch so Ebenen machen, dass man hier so ein bisschen tiefer kommt. Man kann sich aber hier im Garten, wie gesagt, immer ganz austoben, was man möchte. Ich habe auch mal eine neue Palmart ausprobiert. Ihr kennt ja vielleicht Tropfsteine. Damit kann man doch eigentlich ganz schicke Palmen sich basteln. Aber so viel erstmal zur Außengestaltung. Das ist natürlich offen, da kann man sich ja austoben, wie man will. Jetzt kommen wir mal zu innen drin. Wie sieht es so ein bisschen innen drin im Häuschen aus, in der Villa? Wir kommen hier mal rein. Hier haben wir den schönen Flurbereich mit nach oben, wenn man möchte. So, jetzt gehen wir erstmal zur Seite. Hier habe ich einmal meine Küche. Ich finde immer Küchen schön, wo man auch ein bisschen was machen kann. Zum Beispiel einen Kühlschrank, wo auch Essen drin ist. Immer ganz fetzig. Oder einen Enderdrachenkopf als Toaster benutzen. Ne? Wo der Toast, sage ich mal, schon zu lange drin ist. Ist immer ein geiles Feature. So, ansonsten halt eine Küche, wie man sie kennt. So, von der Küche kommen wir dann in das große Wohnzimmer, Esszimmer einmal rein. Hier kann man sich natürlich auch mal austoben, wie man will, in der Inneneinrichtung. Ich habe mir das Ganze hier im Wohnzimmer auch nochmal abgestützt. Ich fand diese Fläche doch ein bisschen sehr groß und frei und fand dann hier den Mittenbereich, wenn man da nicht sich irgendwas hin platziert, doch ein bisschen kahl. Und dachte mir, hey, wie wäre es, wir stützen das einfach mal nochmal hier mit einer Säule ab. Ja, ansonsten haben wir hier unsere Sitzecke. Ich habe mal auf den Fernseher verzichtet. Fernsehen gucken ist ja nicht immer das Beste, von daher einfach mal drauf verzichtet. Aber dafür einen schönen Teppich mir hin platziert mit trockenen Korallen. Können wir nochmal gucken, was wir hier unten haben. Wir haben natürlich ein Badezimmer für die Gäste, sage ich mal, unten, weil man nicht immer nach oben die Treppe benutzen will. Und in meinem Badezimmer funktionieren sogar immer die Duschen. Ja. Wasser wird aktiviert, das geht dann da unten in den Abfluss rein. Ganz schick. Ja, oder auch hier so ein Spiegel mit dazu, das hebt das Ganze doch immer sehr hervor. So, dann können wir noch einmal in unsere Waschkammer gehen. Hier habe ich, sage ich mal, Waschmaschine oder Waschmaschine und Trockner einmal mir hier aufgestellt. Ja, wer will, kann hier auch Wäsche aufhängen. Ja, man kann auch diesen Raum anders benutzen, als, sage ich mal, um hier Wäsche zu waschen, aber ich finde das ganz toll. Und von hier aus kommt man dann, sage ich mal, auch zu unserem Carpoint und wenn man möchte, kann man dann auch von hier aus gleich in die Garage gehen. In der Garage habe ich jetzt mal kein Auto reingestellt, hier habe ich mir gedacht, stelle ich mir einfach mal meine Motorräder rein. Hier haben wir noch Sommerräder oder Winterräder, was man hier hin platziert. Natürlich so ein Speedmoped, ne, wo man drauf sitzen kann oder eine schöne Harley. Gehen wir aber wieder einfach mal in unser Häuschen rein. So viel wäre das denn hier zur unteren Ebene. Jetzt kann man natürlich noch nach oben gehen. So, hier habe ich mir natürlich ein paar Lampen gemacht, die schön von der Decke hängen. Ein bisschen modern. Im Flurbereich hier oben, da haben wir nochmal eine Sitzecke, wo man hier ein bisschen chillen kann, wenn man möchte. Und dann geht es erstmal hier von der Seite los. Hier kommt Kinderzimmer Nummer 1, was man sich so rein platzieren kann. Wir sehen, das ist wohl eher ein Mädchenzimmer hier mit Schminktisch, wenn man möchte. Kann man auch ein PC oder sich sowas hinsetzen, wenn man möchte. So, weiter geht es dann hier neben in das Badezimmer. Das ist genauso gestaltet wie unten. Das wollte ich einfach mal einheitlich lassen. Ne, auch von der Funktion her wäre das identisch mit der Dusche. Gehen wir einfach mal weiter. So, kommen wir in Kinderzimmer Nummer 2. Ist optisch, sag ich mal, ähnlich gestaltet wie das andere. Aber da kann man sich halt immer ein bisschen austoben. So. Am Ende des Flurs haben wir hier einmal das Arbeitszimmer. Na, da kann man sich ja austoben, wie man will. Ich habe das mal ein bisschen einfach gehalten mit den PCs. Da habe ich einfach Schilder genommen. Aber ihr wisst ja, es gibt viele Methoden, sich das darzustellen. So, am Ende kommen wir noch ins Elternschlafzimmer. Ist auch relativ übersichtlich gestaltet. Hiervon kommen wir dann auch einmal in ja, das begehbare, also den begehbaren Kleiderschrank. Ihr könnt euch aussuchen, welchen Schrank ihr haben wollt. Ich habe innen drin mal Ketten aufgesetzt. Da kann man dann seine Kleider, weiß ich, Jacken,
Gedöns, sag ich mal, alles dran aufhängen. Wir haben ja auch hier nochmal eine Puppe, die du anziehen kannst, um zu sehen, wie sieht da mein Outfit aus. Und ansonsten kommen wir hier ins Badezimmer. Ist bei den Eltern natürlich ein bisschen anders gebracht. Wir haben zwei Waschbecken zum Beispiel und wir haben auch hier, sag ich mal, eine Badewanne oder auch Dusche, wie man es haben will. Also das ist hier schon etwas mehr Luxus verbaut. Auch der Boden ist natürlich edel, ne? Mit Netherit und Diamantblöcken. So, Wasser aus. Wir wollen natürlich Wasser sparen. So, so viel denn hier zu unserer Villa innen drin. Ich finde es hier ganz schick. Na, man kann sich natürlich hier auch ein bisschen austoben von der Innenrichtung. Wie gesagt, da lasst ihr euch freie Hand, tobt euch da einfach aus, wie ihr wollt. Das ist nur so ein bisschen Inspiration, wenn ihr nicht so einen Ansatzpunkt habt, wie ihr euch das innen drin vielleicht gestalten wollt. Das war's dann wieder heute mit unserer Hausbaufolge. Ich hoffe, die hat dir wie immer gefallen. Vergiss nicht noch innen drin, dir das Ganze noch zu gestalten. Mach es dir jetzt noch ein bisschen wohnlich. Ansonsten findest du oben in der Infobox noch ein paar weitere Videos. Schau sie gerne noch an. Ansonsten abonniere noch gerne den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand. Und dann war es das wieder heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.